Die BTU Cottbus-Senftenberg. Eine junge technische Universität mit 3 Standorten in Cottbus und Senftenberg. Sie ist keine Massenuniversität und bietet ein breites Spektrum an universitären und anwendungsbezogenen Studienfächern. Darunter auch die Triebwerkstechnik, eine Vertiefungsrichtung im universitären Masterstudiengang Maschinenbau. In Cottbus gibt es einfach die Möglichkeit, Triebwerkstechnik, die es so in Deutschland nirgendwo anders gibt, zu studieren im Hauptstudium. Die Uni an sich, wenn ich jetzt mal die Triebwerkstechnik beiseite nehme, hat halt viele Vorzüge, wie zum Beispiel die einzigartige Betreuungssituation. Der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ist durch ein günstiges Betreuungsverhältnis geprägt. Die Forschung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit wichtigen Industriepartnern. Zum Beispiel Schwingungsmessungen an Triebwerksbauteilen oder komplexe 3D-Visualisierungen kontrolliert durch intuitive Gestensteuerung. In den Ingenieurstudiengängen gibt es viele spannende interdisziplinäre Forschungsprojekte. Kreativität und technisches Verständnis sind Voraussetzungen für gute Architektur. Gute Architekten brauchen eine hochwertige Ausbildung mit breiten Grundlagen, künstlerischen Freiräumen und fundiertem technischem Wissen. So wie es die BTU anbietet und die Spitzenplätze in den nationalen Rankings belegen. Da steckt viel Engagement dahinter, seitens der Dozentinnen und Dozenten, aber auch der Studierenden. Also in dieser gebäudekundlichen Übung haben wir versucht, Häuser aus dem Hansaviertel in Berlin zu verstehen, nachzuvollziehen. Und mit dieser Übung haben wir, glaube ich, auch den Studenten veranschaulichen können, mit welchen wertvollen Architekturbeispielen wir es da zu tun haben. Architektur ist auch ein Fleißstudium und da muss ich halt hier die Erkenntnisse sozusagen hart erarbeiten, ganz klar. Aber ich glaube, am Ende, wenn die Arbeiten dann fertig sind und sozusagen in einem Verhältnis stehen, dann geht den meisten Studenten sozusagen auch das Licht auf. Modelle bei der Zerreißprobe. Im Fach Tragwerkslehre bewegen sich die Studierenden an der Nahtstelle zwischen Bauingenieurwesen und Architektur. Interdisziplinäres Denken ist gefragt. Auch der internationale Austausch spielt eine wichtige Rolle. Die BTU hat einen hohen Anteil internationaler Studierender. Stark nachgefragt ist World Heritage Studies, das Studium des Weltkulturerbes. Studierende aus der ganzen Welt treffen sich in Cottbus, um Konzepte, Strategien und Netzwerke für die Erhaltung des Welterbes zu entwickeln und zu praktizieren. I mean, the World Heritage Studies and the overall networking or the organizations which are kind of practicing it right now are codependent to each other. I mean, we have so many guest lecturers here from different organizations which give us practical insights about some heritage management or heritage tourism informations. So it's very interesting to see how these intellectual or academic programs interact with practical approaches towards heritage. Szenenwechsel von Cottbus nach Senftenberg. Auch hier ein grüner Campus mit neuen Gebäuden und modernster Ausstattung. Es werden die dualen Bachelorstudiengänge Pflegewissenschaft und Therapiewissenschaft angeboten. Ich bin die Lynn und bin im Bachelorstudiengang Physiotherapie. Ja, ich könnte es empfehlen, hier zu studieren, einfach von der technischen Ausstattung her. Es ist super und der physiotherapeutische Beruf soll ja akademisiert werden. Das ist auf dem Vormarsch. Und der Campus an sich ist hier sehr familiär und es ist auch ja, sehr schön. Der Vollzeitstudiengang der Therapiewissenschaften bietet den Studierenden in Zusammenarbeit mit regionalen Kliniken und Krankenhäusern eine Kombination aus Berufsausbildung und Hochschulstudium, die den Anforderungen der demografischen Entwicklung gerecht wird. Ein Highlight in Senftenberg ist die Biotechnologie, eine wissenschaftliche Disziplin, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also besonders gut hat mir hier gefallen die Nähe zur Praxis. Wir hatten sehr viele Praktika, wir hatten ein praktisches Studiensemester und auch in der Bachelorarbeit konnte man das praktische Arbeiten sehr gut erlernen. Und daher fiel der Einstieg in den Beruf sehr leicht. Vor allem Techniken der Zellkultur oder Gewebeschnitte, das kann ich alles sehr gut anwenden. Der Bachelorstudiengang Biotechnologie bietet eine fundierte theoretische Ausbildung, die mit einem Masterstudiengang erweitert werden kann. Junge mittelständige Unternehmen, auch im regionalen Raum, brauchen diese Arbeitskräfte. Ja, es war schon immer mein Wunschstudiengang und deshalb lag es nahe, zurück in die Region zu kommen und dann Biotechnologie zu studieren. Ich habe eine Ausbildung gemacht, die so ein bisschen im technischen Bereich lag. Und da sollte es auf jeden Fall was sein, wo auch
praxisnah der Unterricht erfolgt. Und da die BTU Cottbus Senftenberg den praktischen Teil definitiv mit drin hat, war das die Entscheidung für mich. Judith Ehrenreich studiert Elektrotechnik als anwendungsorientierten Studiengang. Gemeinsam mit anderen Studierenden verschiedener Fachrichtungen arbeitet sie, betreut von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern im Team Lausitz Dynamics, kurz LADY. Ihr Energiesparfahrzeug gehört zur europäischen Spitze beim Eco-Marathon. LADY aus Senftenberg belegte 2012 den ersten und 2014 den dritten Platz in der Kategorie der batteriebetriebenen Fahrzeuge. Der Energiebedarf entspricht umgerechnet einem Benzinverbrauch von 1 Liter für 9000 Kilometer. München. Wer sich für Motorräder begeistert, besucht früher oder später die BMW-Welt. Manch einer arbeitet sogar bei BMW, so wie Anke Steinkrug. Und für die Weiterentwicklung dieses Kühlsystems bin ich verantwortlich. Anke Steinkrug stammt aus Eisenhüttenstadt und studierte in Cottbus. Ich wollte von Anfang an Fahrzeugtechnik studieren und wusste, dass das Grundstudium Maschinenbau bedeutet und habe dann eben nach Maschinenbau-Universitäten gesucht, die das anbieten mit Fahrzeugtechnik. Hatte mir verschiedene rausgesucht, ganz deutschlandweit, und habe mich dann am Ende aber für Cottbus entschieden. Also das hat Spaß gemacht. Dadurch, dass das eine Campus-Uni ist, waren alle Wege sehr kurz. Das größte Argument für Cottbus war für mich, dass ich keine Nummer war. Also Cottbus ist wirklich klein genug gewesen, dass jeder Dozent seine Schüler kannte, und aber groß genug, dass man ihm nicht jeden Tag über den Weg läuft. Und von daher habe ich mich dahingehend sehr wohl gefühlt. So geht es vielen Studierenden. Sie fühlen sich an der BTU wohl. Der Zentralcampus der BTU Cottbus-Senftenberg liegt unmittelbar neben dem Stadtzentrum von Cottbus. Hier sind die meisten universitären Studiengänge zu Hause. Kurze Wege machen das Studieren effizient. Der Campus ist ein beliebter Mittelpunkt für die Studierenden mit einer familiären Atmosphäre und gleichzeitigem internationalen Flair. Das vielfältige Sportangebot auf eigenen Anlagen bietet einen gern genutzten Ausgleich zum Studienalltag. Studentenclubs, kulturelle Veranstaltungen und Sommerfeste gibt es an beiden Standorten, in Cottbus und in Senftenberg.